kleine Agenda, die hier aufgezeigt ist. Ich bin jetzt hier nicht allein. Mein Name ist Christian Decker. Ich bin hier zusammen mit dem Alex Rossmann, dem Sprecher des HHZ. Und ich darf ganz kurz den Alex Rossmann bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen hier bei unserer Infoveranstaltung heute auf Zoom. Mein Name ist Alexander Rossmann. Ich bin der Sprecher des Hermann-Hollerith-Zentrums, gleichzeitig Professor an der Hochschule Reutlingen, befasse mich in meinen Forschungsaktivitäten mit digitalen Geschäftsmodellen und freue mich, dass wir heute gemeinsam hier dann eben digital die Möglichkeit haben, über unsere Programme zu sprechen. Mein Part wird dann später sein, spezifisch etwas zu erzählen über das Masterprogramm Digital Business Management und über unser Promotionsprogramm. Ja, vielen Dank, Alex. Bevor wir durch die Agenda ganz kurz durchgehen, nochmal ganz kurz der Hinweis. Wir werden diesen Infotag aufzeichnen. Für den Fall, dass Sie jetzt aufgrund von Netzwerkschwierigkeiten aus diesem Meeting herausfallen sollten, werden wir auf dem YouTube-Kanal des Hermann-Hollerith-Zentrums dann den Infotag auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Natürlich werden Sie die Gelegenheit haben, falls Sie rausfallen, auch immer wieder in die Session zurückzukommen. Ganz kurz, was wird Sie erwarten? Ich werde jetzt mal im Anschluss das Hermann-Hollerith-Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen kurz und knapp vorstellen. Und mein Hauptpart, in dem ich auch der Studiendekan bin, ist vor allen Dingen den Studiengang Digital Business Engineering vorzustellen. Das mache ich nicht ganz alleine, sondern am Ende der Vorstellung werden auch drei Studierende dieses Studiengangs ganz kurz ein paar Statements abgeben, sodass Sie also auch die Möglichkeit haben, hier sozusagen aus erster Hand mal ein paar Erfahrungen von Studierenden zu hören. Wir wissen aus der Erfahrung mit der Online-Lehre, das machen wir jetzt schon quasi seit anderthalb Monaten mit unseren Studierenden, dass solche Online-Veranstaltungen durchaus zäh werden können für Leute, die quasi diese Inhalte hier konsumieren. Deswegen ist die Idee, damit es nicht allzu langweilig wird, dass wir in der Mitte eine sogenannte Breakout-Session machen. Eine Breakout-Session dient so ein bisschen dazu, dass Sie die Möglichkeit haben, in kleineren Gruppen unsere Studierenden direkt zu fragen, Erfahrungen einzusammeln, wie das eigentlich läuft mit dem Studium, beziehungsweise auch, wir nutzen die Zeit, um mal ganz kurz durchzuatmen, bevor wir dann zu dem zweiten Teil, dem MSC Digital Business Management, beziehungsweise dem Promotionsprogramm dann kommen. Ich denke, das ist auch eine ganz gute Zeit da, die wir da vorgegeben haben. Da wechseln wir dann auch die Sprecher, sodass es also für Sie hierbei immer noch interessant und aufmerksam bleibt. Ganz zum Schluss, am Ende dieses Infotages, werden wir dann noch so eine kleine Q&A-Session machen. Das heißt, Fragen, die da noch übrig sind, können Sie dann gerne noch stellen für alle die Sachen, die vielleicht schon für die Studis in den Breakout-Sessions die Zeit vielleicht nicht gereicht hat. Die Zeiten, die ich angegeben habe in der Agenda, das sind nur Orientierungszeiten. Also wir versuchen uns so ein bisschen in diesem Zeitrahmen zu halten, sodass Sie auch ein Gefühl bekommen, was Sie so in der nächsten Stunde oder 70 Minuten erwartet. Okay, wir sind ebenfalls flexibel. Falls wir sehen, dass die Fragen in den Breakout-Sessions kürzer sind als gedacht, können wir das natürlich auch alles straffen und so schneller durch das Programm durchgehen. Ja, dann lassen Sie mich ganz kurz beginnen. HHZ, Hermann-Hollerith-Zentrum, was ist denn das eigentlich? Das Hermann-Hollerith-Zentrum ist ein sogenanntes kooperatives Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen. Das Verrückte dabei ist, das ist gar nicht in Reutlingen, sondern das steht in Böblingen. Das Gebäude sehen Sie da links oben, so schaut das Ganze aus. Ein großes Gebäude, große Räume, große Fenster, eigentlich ideale Umgebung für unsere Studierenden. Und dieses Gebäude steht in Böblingen. Die Hochschule Reutlingen hat zusammen mit anderen Hochschulen, Universitäten, Unternehmen, Stadt und im Landkreis Böblingen hier einen Außenstandort der Hochschule Reutlingen, genauer der Fakultät für Informatik der Hochschule Reutlingen, installiert. Und solche kooperativen Lehr- und Forschungszentren, die haben immer einen Fokus und unser Fokus hier von dem Hermann-Hollerith-Zentrum ist Digital Business. Ja, was verstehen wir denn darunter? Na, wir führen also hier Forschungen durch, beziehungsweise evaluieren praktische Dinge in dem Bereich Digital Business, beziehungsweise digitale Transformation.
Und das ist an dieser Folie mal kurz gezeigt. Also um was es eigentlich geht, ist, dass wir eigentlich konfrontiert sind mit einer massiven Veränderung der Produktionsmittel. Was quasi im 18. Jahrhundert die Dampfmaschine und dann die aufkommende Elektrizität war, ist seit den 80er Jahren eigentlich unter dem Begriff digitale Revolution bekannt. Das heißt also der Einsatz von Computern als primäres Produktionsmittel, um damit Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die ohne Einsatz des Computers bisher nicht möglich waren. Und wie dieses Thema sozusagen auch uns berührt, beziehungsweise auch die Forschung und die nächsten Schritte in der Gestaltung von Geschäftsmodellen berührt, das ist Inhalt der Forschungen des Hermann-Hollerith-Zentrums. Ja, das Ganze sieht dann quasi so aus, ne? Also sehr viele Leute, die da zusammenkommen und der erste Blick zeigt sicherlich auch, dass es recht analog auch zugeht, aber wenn Sie mal genauer hinschauen, ne, wenn Sie also quasi ein bisschen von den Papieren und Post-its, die da an den Wänden kleben, genauer hinschauen, werden Sie sehen, dass also überall bei uns Studierende mit ihren Computern arbeiten. Das heißt also, die Integration quasi von analogen Mitteln, der Austausch auch zwischen den Studierenden geht einher, nicht nur unmittelbar in der direkten Kommunikation, sondern auch mit der Nutzung des Computers. Das, was ich also proklamiert habe, dass der Computer das neue Produktionsinstrument ist, das sehen wir auch bei uns ganz stark in der Lehre. Und das Hermann-Hollerith-Zentrum, ne, wir sehen auch, dass die Leute da eigentlich recht glücklich sind, ne, könnte auch daran liegen, dass wir bei uns natürlich immer freien Kaffee anbieten. Also der Standard, den vielleicht der ein oder andere aus Unternehmen kennt, dass der Kaffee frei angeboten wird, das finden Sie auch bei uns wieder. Und damit wollen wir auch natürlich an das praktische Erleben unserer Studierenden in Unternehmen anknüpfen. Ja, das Ganze machen wir natürlich nicht allein, sondern das HHZ, das Hermann-Hollerith-Zentrum, hat als Gründungspartner neben der Hochschule Reutlingen auch die Universität Stuttgart und die Hochschule Esslingen. Wir verfügen über ein sehr starkes Unternehmenspartnernetzwerk. Da sehen Sie mal so die großen Namen, was auch sicherlich einhergehend damit verbunden ist, dass einige von diesen Unternehmen auch starke Standorte in Böblingen unterhalten. Darüber hinaus bringen die Professoren des Hermann-Hollerith-Zentrums natürlich auch weitere Forschungspartner mit hinein. Das sind Forschungspartner aus dem In- und aus dem Ausland. Das heißt, wir sind also hier sozusagen sehr stark vernetzt mit lokalen Hochschulen, lokalen Unternehmen, großen internationalen Unternehmen und weiteren Forschungseinrichtungen. Damit kann man auch ganz grob mal die Leitlinien, Fokus des HHZ zusammenfassen, wenn man das also mal formulieren will. Na, was macht das HHZ? Na, wir beantworten also Fragen aus dem Business, also aus der Geschäftswelt und der Informatik, die Teil der digitalen Transformation sind. Und das umfasst halt genau diese Sachen, die zum Beispiel hier in den Blöcken unten geschrieben sind, also agile Denkmodelle, Orientierung an Unternehmen, Startup-Mentalität, vor allen Dingen auch der Transfer von Ergebnissen aus der Forschung in die Praxis und deren unmittelbare Anwendung dort. Ja, das Ganze wird auch von der Industrie halt entsprechend beobachtet und das ist auch so ein, vielleicht so ein Punkt, wo wir uns auch bestätigt fühlen. Hier ist mal ein Zitat gegeben aus dem Interview mit Menno Harms, seines Zeichens damals, als es geführt wurde, Aufsichtsratsvorsitzender von HP. Und er sagte ja, dass die Technologien, mit denen wir es halt in diesem Bereich ITK, also der Informationstechnologie und Kommunikationsbranche zu tun haben, sind sehr schnell veränderlich und dadurch verändert sich auch sehr stark die Wirtschaft. Aber ich glaube, das erleben wir auch gerade jetzt natürlich. Wir sind gerade in einer solchen Situation, in der wir diese Technologie halt nutzen, um mit den Veränderungen auch umgehen zu können. Und hierbei halt die entsprechende Ausbildung zu bieten, also quasi das, was Unternehmen suchen, das ist der Inhalt des Hermann-Hollerith-Zentrums. Gut. Die Programme am HHZ, die wir Ihnen heute vorstellen werden, die umfassen die Studienprogramme in der Lehre und das sind die beiden Studienprogramme, also die Masterprogramme
Digital Business Engineering und Digital Business Management. Also Sie merken schon, also der Fokus des HAZs auf Digital Business findet sich also unmittelbar in den Benennungen der Masterprogramme wieder. Und Sie sehen auch, dass diese Masterprogramme begleitet werden durch die Forschungsgruppen bzw. Labore der Professoren. Hier gibt es also einen gegenseitigen Austausch bzw. Transfer. Zum einen, dass natürlich Studierende in Forschungsgruppen und Laboren mitarbeiten. Zum anderen natürlich auch, dass Ergebnisse wiederum unmittelbar in die Lehre zurückfließen. Das Ganze wird noch unterstützt bzw. weitergeführt durch das Promotionsprogramm, zu dem der Alex Rossmann dann später noch etwas erzählen wird.